بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben ja heute immer wieder oft das Thema das Kopftuch. Und dann kommt natürlich die Pseudo-Feministin, die ehemalige Nymphomanin, natürlich nicht immer, nicht, dass es mir im Wort gegeben wird, die dann erzählt, ja, weißt du, den Koran kann man auch anders verstehen. Das wurde alles von Männern interpretiert. Im Koran, da steht ja gar nichts vom Kopftuch. Das haben die bösen, bösen Männer nur dahin so interpretiert, damit ihre Frauen sich bedecken, weil sie so böse, eifersüchtig sind. Normalerweise wundert mich dann, dass es keinen einzigen islamischen Gelehrten in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, in der Geschichte des Islams gegeben hat, der auf die Idee gekommen ist, das so zu interpretieren, weil er gerne nackte Frauen sehen wollte, dass die Frau auch ruhig im Bikini rumlaufen kann. Übrigens gibt es das Kopftuch ja auch in der Bibel. Ja, das ist also eine Tugend, dass die Frau und der Mann sich keusch kleiden sollen. Das ist eine Tugend, die es eigentlich in jeder vernünftigen Religion gibt. Aber da die Religion heutzutage nur noch eine ganz, ganz, ganz untergeordnete Rolle spielt, ja, legt man da keinen Wert mehr drauf. Ja, es wird heute propagiert, die Frau muss sich ja zeigen, du musst ja zeigen, was du hast, sei stolz auf das, was du hast. Ja, und das sei dann der Schutz des Mannes. Dann kommt dann die ganz schlaue Feministin und sagt, ja, es ist ja auch eine Beleidigung des Mannes, das würde ja bedeuten, dass der Mann sich nicht beherrschen kann. Erstmal, nirgendwo im Koran steht, ja, die Frau muss sich bedecken, weil der Mann sich nicht beherrschen kann. Zweitens ist es für jeden Menschen, der auf diesem Planeten lebt, logisch, dass wenn eine Frau durch den Raum stolziert, die eine super Figur hat und die total sexy gekleidet ist, dass das eventuell etwas ist, was einen Mann anmachen kann. Und wer etwas anderes behauptet, dem gebe ich den Tipp, dass er mal vom Planeten Mars zurückkehrt auf den Planeten Erde. Denn auf dem Planeten Erde ist es eigentlich etwas, was allgemein bekannt ist, dass beispielsweise ein Mann bei bestimmten Anblick einer Frau, ja, dass seine Hormone ein bisschen verrückt spielen. Hätte er das nicht, dann wäre er krank. Das bedeutet nicht, dass der Mann jetzt berechtigt ist dazu, eine Frau zu vergewaltigen oder was auch immer. Aber Fakt ist ganz einfach, dass eine keusche Kleidung das Eheleben leichter macht. Das ist nicht das, was ich sage. Das ist das, was Soziologen sagen. Wie beispielsweise auch Klaus Feldmann in Soziologie kompakt, wo er sagt, dadurch, dass der nackte Körper immer mehr in der Öffentlichkeit gezeigt wird, ja, kommt es zu einer Diskriminierung und der Schönheitswahn propagiert wird, kommt es zu einer Diskriminierung derjenigen, die diesem Ideal nicht entsprechen. Und das ist das, was wir sehen. Das heißt, das Kopftuch ist weniger Schutz des Mannes als Schutz der Frau. Auch Schutz der Frau vor Konkurrenzgedanken. Auch etwas, was zur Nächstenliebe führt. Wir haben es in Deutschland mit tausenden Frauen zu tun, die unter Bulimie leiden. Warum? Man möchte einem Schönheitsideal entsprechen. Da habe ich hier einen Bericht aus dem Kölner Express, Dienstag, 19. September 2006. Der wurde mir gegeben. Der heißt Teenies im Schönheitswahn. Ist schon etwas älter, aber ist heute immer noch dasselbe. Und hier wird darüber geredet, ja, welche Probleme Mädchen haben. Hier ist eine Yvonne, Abiturientin aus Hamm. Ich habe bereits meine erste Schönheitsoperation hinter mir. Ich bin an den Augen operiert worden, weil ich geschielt habe. Der Eingriff ist zwar von der Kasse bezahlt worden, war aber rein kosmetisch. Jetzt fühle ich mich viel besser. Dann Heike, Schülerin aus Bergheim. Ich habe wirklich schon mal über Fettabsaugen nachgedacht, weil ich mich zu dick finde. Komplexe. Ja, das heißt, es wird geguckt, du musst genau aussehen wie das Model. Ja? Dann hier, Ramona, 19, aus Köln. Ich hätte gerne einen größeren Busen. Wenn ich irgendwann mal Geld habe, lasse ich es machen. Im Moment habe ich noch nicht für die, spare ich noch für die OP. Dann hier, Verena, mein Busen ist zu groß. Ich werde mich auf alle Fälle operieren lassen, mein Busen ist viel zu groß. Ja, das heißt, jeder hat die anderen Probleme. Dann sieht man hier, meine Beine sind so schrecklich. Ach ja, ich hätte gerne größeren Busen. Ich wäre so gern größer und schlanker. Ach ja. Ja, dann hier, die Schenkel sind zu dick, die Nase ist knollig, der Busen zu winzig. Laut einer aktuellen Dove-Studie würden 92% aller jungen Mädchen an ihrem Körper zumindest einen Aspekt gerne verändern. Jede vierte
der 15- bis 17-Jährigen zieht gar eine Schönheitsoperation in Betracht. Ab und das Messer, um dem Idol ein bisschen ähnlicher zu sehen. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis vom Schönheitswahn. Das ist das Ergebnis davon, dass der nackte Körper propagiert wird. Und das wäre natürlich nicht so, wenn die Frau nicht auf ihr Äußeres beschränkt würde, wenn die Frau kein Sexobjekt wäre. Wenn ich dann solche Vollidioten höre, von Feministinnen, die erzählen, im Islam ist die Frau ein Sexobjekt, weil sie ihre Reize verstecken muss, da frage ich mich wirklich, ob es hier Leute gibt, die sich das Gehirn versoffen haben. Wo ist die Frau ein Sexobjekt? Dort, wo die Frau, wo die Sexualität der Frau nicht in den Vordergrund gestellt wird, oder dort, wo man in einen Zeitungsladen geht und sieht auf jedem Heft, oder nicht auf jedem, Entschuldigung, auf fast jedem Heft eine nackte Frau, in jeder Werbung eine nackte Frau, Fernsehsender, ohne Ende, überall wird der Körper der nackten Frau gezeigt, und im Islam ist die Frau ein Sexobjekt, weil sie ihren nackten Körper nicht zeigen soll. Was ist das für eine Logik? Aber wer es natürlich nicht wahrhaben will, dass es einen bestimmten Reiz zwischen den Geschlechtern gibt und dass es dadurch zu Unruhen kommen kann, der hat den Knall leider nicht gehört. Wie oft kommt es hier in Deutschland zu Eifersuchtsdramen unter Nichtmuslimen? Wie oft kommt es dazu, dass jemand fremd geht? Warum? Warum? Womit fängt es an? Es fängt mit dem Blick an. Und das gilt nicht nur für den Mann, das gilt auch für die Frau. Das heißt, der Mann hat auch gewisse Regeln zu beachten. Ein Bart zu tragen. Er soll keine engen Jeans tragen. Er darf zum Beispiel nicht oberkörperfrei durch die Gegend latschen, beispielsweise. Ja? Das heißt, er hat auch bestimmte Regeln. Aber es ist auch erwiesen, dass der Mann mehr auf das Äußerliche der Frau achtet als die Frau. Der Mann achtet mehr auf das Äußerliche und wird eher dadurch, seine Hormone werden eher dadurch in Gang gesetzt, als bei der Frau beispielsweise. So, und das haben Zeitungsannoncen ergeben. Zeitungsannoncen haben begeben, das heißt Heiratsannoncen, die haben ergeben, dass der Mann mehr Augenmerk auf das Äußere der Frau legt, als die Frau auf das Äußere des Mannes. Das heißt nicht, dass das Äußere des Mannes für die Frau keinerlei Bedeutung hat. Ja. Nur dann. Jeder vierte der 15- bis 17-Jährigen zieht gar eine Schönheitsoperation in Betracht. Ab und das Messer, so dann. Da wird der Verstand, der Risiko schreit ausgeblendet. Die jungen Mädchen, die mit einem Foto von Paris Hilton in der Hand zu mir kommen, gehören nicht mehr auf den OP-Tisch, sondern zum Psychiater, meint der Kölner Facharzt für Chirurgie, Sia Taufik. Nochmal neu. Die jungen Mädchen, die mit einem Foto von Paris Hilton in der Hand zu mir kommen, gehören nicht auf den OP-Tisch, sondern zum Psychiater, meint der Kölner Facharzt für Chirurgie, Dr. Zia Taufik. Wer hat diesen Mädchen diese Probleme gegeben? Die Ideologie, die hier propagiert wird. Ja, die Ideologie vom Schönheitswahn. Ganz klarer Fall. Dann hier. Die Gefahr, dass Komplikationen auftreten, sei bei Teenies wegen Wachstumsveränderungen besonders groß. Aber es gibt leider auch genügend schwarze Schafe in der Branche. Ärgert sich Dr. Matthias Gensio aus Korschenbruch. Er repariert oft verfuschte OPs seiner Kollegen. Da war die 16-jährige Rachel, die ein Näschen wie Lindsay Lohan wünschte, doch dummerweise wurde im Spitzenbereich zu viel Knorpel entfernt. Die Nase sah im abgeflachten Profil einfach schrecklich aus. Da war die heute 22-jährige Bettina total unglücklich wegen ihrer kräftigen Oberschenkel. Nach der OP waren die Beine schmal, aber voller Dellen. Gut 2 Jahre musste Gensio nachsaugen, umverteilen, auffüllen, bis das Mädchen sich wieder ins Schwimmbad traute. Da war Ilona 21, die sich als 16-Jährige im Urlaub einen Mix aus Kollagen und Knochenzement in die Lippen spritzen ließ. Noch immer unter schmerzhaften Knoten in der Lippe leidet. Da war Susanne, die mit völlig verhunzten Ohren zu ihm kam. Die hatte ihr Orthopäde fabriziert. Sie weinte. Aber meinen Meniskus hat er doch einfach super operiert. Gensio warnt, demnächst dürfen Krankenkassen solche Nachfolgebehandlungen nicht mehr zahlen. Mädchen, steht doch einfach zu eurer Figur. Promis wie Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt unterstützen die Doof-Aktion. Du bist toll, so wie du bist. Das ist der Islam. Du bist gut, so wie du bist. Dann hier.
Bestes Beispiel dafür ist Hollywood-Star Cameron Diaz. Früher habe ich mir immer mehr weibliche Rundung gewünscht. Ich habe irgendwann erkannt, dass das nicht meine Bestimmung ist. Heute hätte ich am liebsten den ganzen Tag einen Bikini an. So. Was wollen wir hiermit sagen? Dass das Kopftuch bzw. die islamische Kleiderordnung, und das müsste das eigentlich zeigen, und das nicht zur Schaustellen der Frau viel mehr ein Schutz für die Frau selber ist als für den Mann. Und dass es nicht darum geht, ja, der böse Mann, der kann sich nicht beherrschen, der flippt dann aus. Das ist alles völliger Schwachsinn. Und das zeigt, dass diejenigen, ja, diese Pseudo-Feministinnen, dass die den Knall nicht gehört haben. Assalamu alaikum.